Mein Name ist Werner Riederer, bin hier im Bereich Vertrieb beschäftigt und verantworte den Produktbereich Fuel Technology. Die Firma Somblas wurde 1993 gegründet und beschäftigen aktuell rund 400 Mitarbeiter. Somblas fertigt Sondermaschinen, speziell Montage- und Prüfanlagen für die Automotive-Industrie und hier im Speziellen für den Bereich Fuel Technology. Hier befindet sich Wasserstoff mit drin, hier befindet sich Benzin-Diesel-Einspritzung mit drin. Nach wie vor ein aktuelles Thema, auch für die Elektromobilität, aber auch für Luftfahrttechnik und auch für elektronisch-mechatronische Systeme. Wir setzen im Bereich Fuel Technology auf die Temperiergeräte vom Ulabo, weil es für uns und auch für unsere Kunden sehr wichtig ist, präzise Temperaturregelungen in der Mediumtemperierung, aber auch in der Umgebungstemperierung zu haben, damit die Kundenprodukte auf Funktion und Lebensdauer unter Realbedingungen getestet werden können. Bei Somblas haben wir im Bereich Wasserstoff ein eigenes Testcenter entwickelt als Innovationsprojekt. Dieses Testcenter besteht aus einem Prüfstand und einer wasserstofffähigen Prüfinfrastruktur, einem Testcontainer. Die Anlage wird hauptsächlich dafür verwendet, die Komponenten, die an einer Brennstoffzelle montiert sind, sogenannte Balance-of-Plant-Komponenten, auf seriennahen Betrieb auf Funktion zu testen. Die Ulabo-Produkte werden hierfür verwendet, um die Umgebungstemperierung, in diesem Fall minus 55 bis plus 125 Grad, zu realisieren. Und bei der Medium-Temperierung nutzen wir das Ulabo-Gerät für eine Temperierung von minus 40 bis plus 140 Grad. Wir haben sehr gute Erfahrung mit Ulabo von Projektbeginn bei der Auslegung bis hin zur späteren Einbindung in die Prüfstandssoftware. Die Zusammenarbeit mit Ulabo empfinden wir bei Somblas sehr gut. Es beginnt mit einer sehr kurzen Reaktionszeit, wenn wir die Anfrage bei Ulabo starten, und auch die gute Zusammenarbeit bei der späteren Einbindung in unsere Prüfstandssoftware ist sehr zufriedenstellend für uns. Bei Somblas begann alles mit Kraftstoffeinspritzung, Benzin und Diesel. In der Zukunft werden wir uns mit neuen Kraftstoffen wie Methanol und Ammoniak beschäftigen. Hier ist es zwingend notwendig für unsere Kunden, Prüfanlagen aufzubauen, um deren Produkte unter Realbedingungen, und da gehört auch die Temperierung des Mediums dazu, testen zu können.